Was? Ja, okay. Also, guten Abend. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich habe die Idee gehabt, das hier mal vorzustellen. Bin immer ein bisschen lose mit der User Group hier verbunden gewesen, seitdem es sie gibt. Habe sich aus familiären Gründen. Aber ich habe mir gedacht, ich komme mal wieder, vielleicht komme ich auch öfters. Mein Name ist Peter Steinbach. Ich arbeite für eine Firma, die heißt Sionix. Die ist interner Dienstleister vom Max-Planck-Institut für Zellbiologie und Genetik unten an der Pfotenhauer Straße, gleich beim Uniklinikum. Ich bin dort in der Funktion tätig als Scientific Software Engineer. Was das heißt, im Prinzip, ich helfe Wissenschaftlern, ihren Code möglicherweise schnell zu machen oder auf Großrechnern laufen zu lassen, also auf HPC-Clustern oder vielleicht irgendwie anders irgendwie das Ganze zu beschleunigen. Wir als interner Dienstleister unterstützen das MPI-CPG in vielen Sachen, die mit Datenanalyse, Datentransfer, Datenmanagement, maschinelles Lernen zu tun haben. Wissenschaftlichen Rechnen im Großen und Ganzen, Bioinformatik, Bildanalyse, also ist relativ weitreichend. Wir sind aber gar nicht so viele Leute. Und ich bin jetzt seit 2 Jahren, warum ich jetzt überhaupt hier bin und das Programm Performance by Example vorstellen möchte, ist im Prinzip folgendes. Das ist ein Lehrcurriculum. Also hier geht es darum, ich will jetzt kein Buch schreiben oder irgendwas, da gibt es schon genügend über gutes und schnelles C++. Ich hatte mir einfach das Ziel gesetzt, von meiner täglichen Arbeit einfach mal ein paar Sachen rauszupicken und als so fertiges Lehrmaterial zu veröffentlichen. Und das ist das, was ihr jetzt hinter mir seht, das ist Performance by Example, das habe ich jetzt schon einmal in einem Workshop gegeben und das wollte ich euch heute Abend vorstellen. Das ist alles Open Source, auf GitHub verfügbar, da kann man mir Vorschläge machen, kann mitarbeiten an dem ganzen Material, kann sagen, das ist alles Schwachsinn, ich würde das ganz anders machen, man kann sagen, finde ich ganz toll oder man kann auch sagen, ich würde das gern selber mal lernen oder kommst du mal vorbei oder was auch immer. Also das ist alles Open Source. Ich kann dann später nochmal was dazu sagen, wenn es gewünscht wird, warum Open Source, etc., etc. Aber ich denke, wir sollten erstmal damit anfangen, was sich überhaupt hinter diesem Performance by Example verbirgt. Das sind die Lehrmaterialien, die werden zu jedem Workshop quasi hingereicht. Die sind aber eher dazu da, um den Leuten, die teilnehmen, im Prinzip zu ermöglichen, den Workshop, nachdem er stattgefunden hat, nochmal nachzuvollziehen. Das findet jetzt alles hier bei mir auf meinem Laptop statt. Ich werde dann, morgen oder so, werde ich dann den Link einfach rumschicken zu dem Repository und zu der Webadresse, wo das Ganze gehostet wird. Da kann man hier oben schon mal sehen, was die Voraussetzungen sind. Das ist alles zwar in Englisch, aber das sollte hier keinen Abbruch tun. Und was ich im Prinzip verlange oder was ich hoffe, ist, dass diejenigen, die bei diesem Workshop hier teilnehmen wollen, ein mittelmäßiges oder ein fortgeschrittenes Level von C++ haben. Kommen wir nachher nochmal darauf zu sprechen, wie schwierig es ist, genau das festzulegen, ein fortgeschrittenes Niveau von C++. Aktuell sind die Materialien in vier Unterthemen eingeteilt. Sieht man hier, was unter Topics steht. Und die werden wir uns jetzt in den nächsten paar Minuten einfach mal kurz angucken. Und wenn dann Interesse besteht, kann ich das auch noch mal kurz demonstrieren, wie das bei so einem Workshop abläuft. Ist ein bisschen schwierig hier, weil ihr seid alle nur passive Entwickler gerade. Ihr guckt einfach nur zu und könnt mir sagen, wenn ich was falsch mache oder nicht. Der Workshop würde so funktionieren, ist aber eigentlich dafür da, dass alle interaktiv mitmachen. Ja, also ist nicht hier, der Workshop ist nicht dafür da, dass ich mich vorne hinstelle und irgendwie PowerPoint-Karaoke mache und ja, wie großartig und was alles geht. Hat sich herausgestellt, das ist nicht so produktiv bei Lehrtätigkeiten, gerade von Programmiertechniken, sondern das Ganze ist interaktiv. Also meistens sieht das dann so aus, um das kurz vorwegzunehmen, ich programmiere was vor, gebe quasi eine Fragestellung vor und versuche dann mit den Zuschauern und mit den Anwesenden das Ganze zu lösen. Gebe dann vielleicht mal ein paar Schritte vor, die sie selber lösen können, aber hauptsächlich ist es so, ich gehe Schritt für Schritt das Ganze durch. Und jeder kann das mitmachen oder einfach nur da sitzen und zuhören. Das Mitmachen hat sich hierbei herausgestellt, ist natürlich das, was am nachhaltigsten ist, wo am meisten einfach hängen bleibt. Ganz einfach deswegen, weil wenn man es einmal getippt hat, dann hat man das schon mal gesehen. Die Finger haben es auch schon mal gesehen. Alles gut. Ja? Bevor wir hier aber reingehen, wenn ihr es dann euch im Internet angucken wollt, landet ihr quasi hier.
Hier gibt es zwei wichtige Sachen, die bis jetzt schon gefüllt sind. Einmal der sogenannte Instructors Guide. Da sind Punkte einfach fast wie das Ganze, wie ich mir vorgestellt habe, dass das dargeboten wird. Und das, was ich wo ich mal durchgehen möchte, ist dieses Lesson Design. Das ist jetzt relativ klein, das werden wir hier gleich ändern. Das sind sozusagen meine Folien für heute Abend, mehr oder weniger. Das ist alles hier viel Prosa. Auf was ich eure Aufmerksamkeit lenken möchte, sind die drei Punkte. Das sind nämlich die zentralen Punkte, die für das ganze Lehrmaterial irgendwie versucht, also das waren so meine Lehrziele. Und zwar ist es einmal, man sollte doch bitte Unit-Tests benutzen. Dann sollte man, wenn es um Performance geht, immer zuerst messen und dann irgendwas tun. Und natürlich das Letzte, ganz wichtig, man sollte erstmal Flaschenhälse identifizieren, bevor man irgendwas mit irgendeiner Technologie, sei es denn Multithreading, sei es GPUs, sei es Vektorisierung oder weiß der Teufel, dagegen tut. Ich weiß nicht, mal kurze Handzeichen, für wen ist denn das trivial? Wie, die drei Punkte jetzt hier. Also in seiner täglichen Arbeit. Wir haben eine Meldung. Naheliegend. Okay, so würde man an Performance-Probleme rangehen. Gut, das ist bei weitem nicht normal. Ja. Ich bin selber Physiker, ich war unterwegs am CERN und weiß der Teufel. Was man da in den, natürlich nicht offiziell bei Vorträgen mitkriegt, sondern eher so im Kaffeegespräch, was man da so mitbekommt, wie Leute an Code rangehen und da quasi Zeit investieren in dieses schwarze Loch, das ist unglaublich. Aber das ist eben so. Und das war eine Motivation, warum ich dieses Material mir ausgedacht habe. Weil die Sache ist im Prinzip die, ich fand es ganz interessant, vor 2 Jahren war das Scott Myers beim Meeting C++, Konferenz in Berlin. Wer kennt das? Wer war schon? Kann ich nur empfehlen, wenn die Möglichkeiten von euch da sind, beiderseits finanziell oder betrieblich, fahrt dahin. Ist einfach nett, weil man die Leute trifft. Die Talks sind auch schön. Aber ich fahre da gern hin, um die Leute zu treffen. Und da war da Scott Myers da, hatte sein neues Buch vorgestellt, Effective C++ oder Effective Modern C++ oder wie auch immer. Und da hat er sich so aufgeregt, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Du spielst dann auch gleich noch eine Rolle. Na, jedenfalls hat er dann gesagt, ja, hier groß, ganz, ganz schwierig, das hier Standard ist implementiert in 3 verschiedenen Standardbibliotheken und irgendwie ganz unterschiedliche Anzahl von Funktionsaufrufen. Und es ist ganz, ganz schlimm, weil der Code ja dadurch langsam ist und pipapo. Und hat sich der Andreas gemeldet, der hier anwesend ist, und hat gesagt, ja, Funktionsaufrufe sind ja schön und gut, aber was ist mit der Laufzeit? Ja, also Funktionsaufrufe kann ich viel machen, dann kommt so ein Ding, das nennt sich Compiler, der hat Optimierungen eingebaut und der findet vielleicht raus, dass die Hälfte der Funktionsaufrufe nichtig sind. Die macht er einfach weg. Ja, und hat das Scott Myers dann gesagt, ja. Irgendwie sowas, ja. Und deswegen habe ich mir überlegt, das ist ja irgendwie, also man muss immer eine Balance finden, wenn man versucht, Leuten was beizubringen. Ich wollte halt versuchen, irgendwie so nah wie möglich an der Realität zu bleiben, ohne jetzt irgendwie einen Anfänger oder einen fortgeschrittenen C++-Programmierer mit einem riesen Framework irgendwie zu konfrontieren. Und deswegen hatte ich mir überlegt, hier so eine gewisse Story dahinter zu legen. Das mag dem einen oder anderen irgendwie witzig oder komisch oder kindisch erscheinen. Das Schöne an dieser Story ist, man hat so einen roten Faden, der sich durch das Lehrmaterial zieht. In dem Fall ist es ja Lola Lazy, das ist eine Informatikstudentin, oder man kann jede beliebige Wissenschaft hier einfügen. Die kommt an das Institute of Things und soll dort in der IT-Abteilung beim Programmieren helfen. Ja, die haben sich eine Software selber entwickelt, um die ganzen little things, die die da haben, zu monitorieren. Die haben alle ihren Netzwerkanschluss. Und die ist damit beauftragt, die Software zu schreiben. Und das ist so der rote Faden. Ja, die bekommt halt die Software von ihrem Vorgänger. Ja, Working with Legacy Code. Ich denke mal, da sind jetzt einige Glocken, die vielleicht läuten bei dem einen oder anderen. Ja, hier, das hat dein Kollege schon mal gemacht. Setz dich mal ran. Ja, die typische Situation. Und dann sitzt man so vor so einem Blob von Code, der vielleicht dokumentiert ist oder nicht. Und muss irgendwas tun. Und darum geht es in dem Material, sich einfach mit so einem kleinen Codeschnipsel auseinanderzusetzen und so irgendwie herauszufinden, was jetzt da irgendwie komisch ist und was nicht. Genau, das sind so die Beweggründe. Ich habe dann versucht, in diesem Design-Dokument mal kurz zusammenzufassen, was ich erwarte von den Leuten, die da sind. Sehe ich gerade jetzt gerade einen Fehler hier.
Also für wen das irgendwie gemacht ist. Meine Herangehensweise waren Wissenschaftler, die C++ benutzen müssen, aus was für Gründen auch immer. In der Physik ist das relativ weit verbreitet. Es gibt auch andere Disziplinen, die relativ viel C++ benutzen. Also Informatik natürlich, klar. Aber ich rede jetzt über Naturwissenschaften, vielleicht sogar Sozialwissenschaften, wer weiß. Das Material ist gedacht für den ganzen Tag, von 9 bis 17 Uhr. Also das ist so das, was es umfassen kann. Als ich das jetzt einmal gegeben habe, habe ich gerade mal 75% geschafft. Da komme ich später noch dazu, warum. Und die Idee ist, dass das alles irgendwie bei jedem auf dem Laptop laufen soll. Aktuell läuft das leider alles nur auf Linux. Das ist eben der Domäne geschuldet, aus der ich komme. Das war das Einfachste. Ich habe dann auch unten in den Punkten, wo ich Hilfe brauche, den Punkt mit, dass man das vielleicht auf Windows portieren könnte. Ja, wenn man es überhaupt noch muss. Mit den neuesten Entwicklungen bei Windows 10 und Ubuntu. Aber egal. Ein weiteres Merkmal ist, ich wollte versuchen, hier wenig, also nicht so von oben herab das Ganze zu machen. Also wenn es um Computerarchitektur geht, ist es sehr auf einem konzeptionellen Niveau. Das zeige ich nachher auch gleich. Ich will jetzt nicht hier irgendwie groß Theorie pauken, weil ich der Meinung bin, ein konzeptionelles Verständnis hilft bei den meisten Dingen, reicht das aus. Und außerdem, der zweite Beweggrund ist, die Leute, die hier den Workshop sich anhören, ich will die nicht zu Profi-Informatikern machen. Das ist bei weitem nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, denen Werkzeug zu geben, Begriffe an die Hand zu geben, die sie verstehen, sodass, wenn sie nachher auf Stack Overflow Bücher lesen, was auch immer, sagen, aha, habe ich schon mal gehört, das verstehe ich ungefähr. Und dann kann man sich immer noch weiterlesen. Ja? Also einfach diesen Überblick über die Landschaft zu geben. Mehr ist in dem Tag auch gar nicht möglich. Und dann gibt es noch Übungen. Genau, das sind so nochmal, habe ich gestern Abend mir mal kurz nochmal einen Kopf gemacht, um zusammenzufassen, was so die Ziele sind. Die habe ich jetzt mehr oder weniger schon zusammengefasst. Und hier unten kann man sich dann nochmal belesen, was die im Detail wirkliche Sachen sind, die ich erhoffe, der Teilnehmer aus dem Workshop mitnimmt. Ja, da kommen so Dinge wie das sogenannte Perf-Tool. Wer unter Linux arbeitet, der kennt das, um sich Performance-Statistik auszugeben. Da kommen dann so Sachen, wie gesagt, wie Unit-Tests raus, wie man Funktionsaufrufe misst. Ja, ist keine große Sache, aber das behandle ich auch, dass man eben nicht nur einen Funktionsaufruf machen sollte und dann sagen sie, aha, es dauert 42 Sekunden, okay, hier muss ich was tun, sondern dass man vielleicht überlegt, das Ganze vielleicht 10-mal laufen zu lassen. Ja? Aus hoffentlich bekannten Gründen und so weiter und so fort. Natürlich geht es um C++ in der ganzen Geschichte. Ich habe mir für später mal rausgepickt, die Abteilung über Standard Thread mal vorzustellen. Ich gehe also hier ein bisschen durch alle Sachen durch. Es geht los mit einfachen Vorschleifen. Dann geht es weiter, wie gesagt, um C++11 und Standard Thread. Und am Ende mache ich noch kurz Intel TBB, die Intel Threading Building Blocks, eine Bibliothek, eine Open-Source-Bibliothek, die von Intel klarerweise gesponsert ist, wegen dem Namen, aber die es im Prinzip erlaubt, implizites Multithreading zu machen. Ja. Und die Motivation hier ist gewesen, falls es jemand sagt, ja, warum nicht OpenMP, warum nicht irgendwas anderes? Der Grund ist hier gewesen, die Domäne, wo der ganze Workshop entstanden ist, die hat sich entschlossen, auf Intel TBB zu setzen. Der andere Grund ist gewesen, weil so eine ähnliche Syntax in C++ 17 wahrscheinlich auftauchen wird. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sogar. Gibt noch andere Mitstreiter, aber in dem Lehrmaterial geht es ja nicht um irgendwelche Religionskriege, welche Bibliothek jetzt besser oder geeigneter ist. Hier geht es darum, um Konzepte zu lernen. Ja? Genau. Und ich glaube, das ist eigentlich genug der Vorrede. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das einfach mal an. Das ist so der Überblick. Ich habe die Titel hier, um das mal kurz zu zeigen, das ist eben alles, wie ich schon sagte, in Prosa gehalten, mit den entsprechenden Codeschnipseln, wie sich der Workshop entwickelt, dazwischen. So kann man das eigentlich nicht vortragen. Das ist, wie gesagt, nur für spätere Referenz. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir hier meinen Editor irgendwie hervorzaubern können. Genau. So, das wollen wir nicht. Du kannst mal groß gehen. Also, ich habe das schon mal vorbereitet. Was die Wissenschaftler im Prinzip bekommen, ist
einen sogenannten TARP, also ein Archiv, wo die ganzen vorbereiteten Codeschnipsel drin enthalten sind. Das würde ich jetzt einfach mal auspacken. C++ User Group Dresden. Und ja, natürlich. Wir werden die sowieso gleich verlassen, aber ich kann das gern machen. Besser? Super? So gut? Okay. Genau, dann entsteht hier so ein Verzeichnis und da findet man im Prinzip die vier Themen wieder. Und hier hatte ich eben mir überlegt, euch genau das zu zeigen, die Plain Threads. In dem Verzeichnis ist nichts weiter vorhanden. Ich stehe doch mal auf. Ein ganz einfaches Makefile. Wer weiß, was Makefiles sind? Jawohl. Ein paar Sachen, die quasi die Domäne beschreiben, also die diese Vorgängerbibliothek beinhalten, die unsere Lola Lazy im Prinzip bekommen hat. Und wie der Name schon sagt, der Anfangspunkt, los. Ja, kriegt kein Geld, muss es einfach nur aufmachen. So, ich bin ein Emacs-Mensch. Ja, und das ist nicht diskutierbar. Egal. Genau, danke. Egal, also so sieht es im Prinzip aus. Ich habe mich für Google Test entschieden. Wie gesagt, da kann jetzt jemand sagen, aber es gibt doch XYZ, Catch, Boost, Unified Test Framework, whatever, Seagreen, es gibt haufenweise Unit Test Framework. Ich habe es einfach gemacht, auch wieder aus dem Grund, weil die Domäne das eben benutzt, wo ich das zum ersten Mal gegeben habe. Das war die Teilchenphysik, kann man ja ruhig sagen. Wir machen hier sowieso keine Unit-Test-Magie. Ich glaube, das Konzept wird klar und darum geht es mir. Genau, so, jetzt muss ich mir meine Notizen hier mal hervorzaubern. Und dann würde ich das einfach mal für, ja, ich rede jetzt schon hier 20 Minuten, schon länger als ich wollte. Ich würde das jetzt einfach mal kurz vorexerzieren, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie das im Prinzip abzulaufen hat. Und dann würde ich im Prinzip dann schon versuchen, zur Zusammenfassung zu kommen. Genau, also. Machen wir das hier noch auf, damit wir hier die Memory-Hierarchie, die wollen wir jetzt nicht haben. Wir wollen The Free Lunch is Over. Und da würde ich im Prinzip das Ganze beginnen mit diesem kleinen Bildchen hier. So sehen mehr oder weniger standardmäßig moderne CPUs aus. Ich habe hier im Prinzip einfach nur eine 4-Core-CPU genommen, die man in vielen Laptops findet. Ja, würde dann hier den Teilnehmern im Prinzip erklären. Konzeptionell sieht die Struktur so aus. Wir haben drei Cache-Level. Zwei davon sind Core-Bounded. Eins, es geht über den ganzen DIE, also über die ganze CPU. Und dann gibt es noch ein Memory-Interface zu den wirklichen RAM-Chips. Das ist so das Niveau, auf dem ich das erkläre. Ja, also nichts mit irgendwie Assembler oder was auch immer und irgendwie Registern. Und dann mache ich hier nur kurz klar, was zu tun ist. Wir haben also einen großen Vektor von Informationen über die einzelnen Things, die im Institute of Things im Prinzip da monitoriert werden sollen. Das habe ich hier abgebildet und wir wollen jetzt im Prinzip eine Operation durchführen. Und wir wollen diese große Liste oder diesen großen Vektor wollen wir jetzt aufteilen in gleich große Stücke und dann im Prinzip unsere Operation durchführen. So, das würde ich jetzt im Prinzip hier machen. Und jetzt geht's los. Als erstes, ihr müsst euch jetzt im Prinzip vorstellen, dass wir haben jetzt diese Bibliothek, die vom Vorgänger, die haben wir jetzt schon kennengelernt. Ihr seid jetzt schon da, für euch überrascht es jetzt nicht mehr, wenn hier der Namespace IoT vorkommt. Ja, das ist im Prinzip die Referenz in die Bibliothek von dem Vorgänger. Und dann wird hier einfach mal gefragt, wie viele Device-Info-Objekte es überhaupt da sind. Ja, und dann wollen wir jetzt im Prinzip mal anfangen. Was wir machen wollen ist, wir wollen den Energieverbrauch zwischen zwei Zeitpunkten berechnen. Keine Angst, das klingt alles hochtrabend, habe ich alles vorbereitet, so gut wie es geht und schreibe ich jetzt im Prinzip ab. Genau, wir wollen also jetzt erstmal eine serielle Differenz berechnen. So, dazu mache ich den Test hier raus und fange erstmal an, mir lustig Daten zu machen. Es gibt also ein sogenanntes Device-Objekt im Namensraum IoT.
Das will ich in den Standardvektor. Oder machen wir Start, Infos, was auch immer. Und das hole ich mir aus dem globalen, das hole ich mir von der globalen Variable. Ja, jetzt können viele sagen, Hilfe, Hilfe, globale Variablen. Ja, das gehört mit zu dieser Story dazu. Ihr bekommt einfach irgendeinen Codeblob und da sind eben solche Design-Smells oder die Code-Smells im Prinzip mit dabei. Darum geht es jetzt nicht, es geht darum, das Ganze schnell zu machen. Natürlich müsste man jetzt als guter Entwickler anfangen, das Ganze zu refaktorieren, wenn man kann. Genau, so, haben wir das. Jetzt wollen wir hier unsere Differenzen irgendwo abspeichern. Machen wir wieder IoT, Device, underscore T. Das ist unser Delta-Vektor. Der muss dieselbe Größe haben, wie das Institut groß ist. Und ihr könnt ruhig reinrufen, wenn ich mich vertippe. Ja? Also wir machen hier sowas wie Online-Pair-Programming, wer das möchte. Also ihr müsst jetzt hier nicht stumm da sitzen und euch fragen, was ich hier tue. Ihr könnt ruhig entweder auch Fragen stellen oder einfach sagen, warum dies, warum jenes. Genau, Device-Info, hier fällt viel vom Himmel. Das ist Absicht, das wird mir auch gleich bestimmt auf die Füße fallen. Weil ich erinnere mich dunkel, dass ich hier ein paar Bugs entdeckt habe, als ich den Workshop gehalten habe. Okay. Ah ja, ich sehe schon, wo der Hase läuft. So, das ist erstmal so die Vorrede. Hier muss noch ein Namensraum rein. Genau, seht ihr das ungefähr? Ja, ist eigentlich ganz gut, oder? So, und jetzt wollen wir die eigentliche Aufgabe machen. Und da hatte ich in meinem Workshop schon die Hälfte verloren. So, wir wollen jetzt hier eine Schleife machen. Das hatte ich im Prinzip vorher eingeführt, dass man, wenn man Performance-Analysen macht, natürlich immer versucht, mehrere Iterationen zu machen. Computer ist ein stochastisches System. Je nachdem, wie lange eure einzelnen Funktionsaufrufe brauchen, sollte man da über mehrere Aufrufe mitteln oder sogar Statistiken machen, also Standardabweichung, Maximum, Minimum, da kann man sich austoben, wenn man möchte. Kommt darauf an, wie viel Zeit man hat. Genau, und wir schreiben jetzt hier irgendwie mal eine 10 rein. So, und jetzt kommt, jetzt Achtung, Achtung, haltet euren Atem an. Wer kennt Standard Transform? Genau, in meinem Workshop, als ich das in Hamburg gehalten habe, 30 Leute, kam hier eine Hand hoch. Und dann dachte ich, oje, jetzt bist du am Arsch. Der Grund ist folgender, auch dann für die späteren Bibliotheken brauche ich das Funktorenkonzept. Wer weiß, was Funktoren sind? Jawohl, wir sind bei einer C++-User-Gruppe, das ist gut. Kommen wir wieder auf den Punkt zurück, was ist ein fortgeschrittener C++-Entwickler? Für mich bedeutet fortgeschrittenes C++, das ist nicht Profi, das ist auch nicht Experte, dass man die SDL benutzt und dass man auch SDL-Funktionen benutzt, inklusive der Funktoren, um im Prinzip hier die Abstraktion zwischen Container und Funktion zu schaffen, also was getan werden muss. Genau. So, jetzt, das ist im Prinzip schon ein Punkt, der in den Notizen auftaucht, wo ich um Hilfe bitte, ist, dass man im Prinzip hier ein Interlude irgendwie einfügt, irgendwo, wo man Funktoren oder Funktionsobjekte, vielleicht sogar Lambdas einführt. Je nachdem, was hier für die Lehrtätigkeit irgendwie sinnvoll ist. So, und jetzt fügen wir einfach unsere Vektoren ein. Da gibt es hier unsere Startinfos. Da brauchen wir natürlich das Beginn. Dann brauchen wir hier unser End, um erstmal quasi die Länge zu definieren, über die Standard Transform drüber laufen soll. Und dann, was brauchen wir noch als nächstes? Unseren IoT Device. Jetzt sehe ich nämlich auf meinem Bildschirm nichts mehr. Egal, ich gehe mal kurz hoch. Genau. So, Device Info. Beginn, das ist im Prinzip auch ein Vektor. Und dann brauchen wir noch ein drittes Argument, weil wir wollen, was wir im Prinzip machen wollen. Auch ich erkläre es gleich, was wir machen wollen. Und dann nutzen wir mal keinen eigenen Funktor, sondern wir nutzen was aus Functional. Da sind nämlich schon viele Standardarithmetiken vordefiniert. Wer kennt Standard Functional? Ja, zwei. Also der Minusoperator, das ist nichts weiter als der Minusoperator. Dieses kleine Objekt hier unten,
macht nichts weiter als hat einen binären Operator Klammer, ja, in ganz normaler Funktoren-Tradition, der einfach nur ein linkes und rechtes Objekt vom Typ oder Instanz vom Typ DeviceT nimmt und minus rechnet. Und das Ergebnis wiederum ein Typ vom Typ DeviceT zurückgibt. Also was wir machen wollen, ist im Prinzip Elemente von Startinfos minus Elemente von Device-Info zu nehmen und da ein Delta auszurechnen. Ja, das ist also unser Resultat-Vektor. Genau. So. Und jetzt ist mein Tablet ausgegangen. Genau. Und jetzt, was fehlt noch für einen guten Unit-Test, ist natürlich der eigentliche Unit-Test. Hier irgendwie, also hier kann man ja entweder über den ganzen Device-Info loopen. Die ersten fünf reichen hier, um das Ganze irgendwie einzuführen und das Prinzip zu erklären, wenn man nur über die ersten fünf Elemente von unserem Resultatvektor loopt. Und dann müssen wir hier Google Attest Assertion benutzen. Delta, das Objekt an der Stelle i oder das Feld an der Stelle i. Das sind alles ganz einfache C-Structs mit Feldern oder mit ganz einfachen Feldern. Das hier ist ein Floating Point 32-Bit Feld. Und dann wollen wir einfach, dass das größer 0 ist. Und das war's. Ja. Ich werde das jetzt mal nicht kompilieren, weil ich habe ein bisschen Angst, dass hier mir der Platz ausgeht. Also um das kurz zu demonstrieren, was ich machen würde, ist dann halt sowas. Hier das, wo es könnte gehen vielleicht. Hier, das kommt, ja, es werden ziemlich viele Zeilenumbrüche. Man sieht das schon hier links, wird immer undeutlicher. Das ist halt immer so ein bisschen die Balance, die man dann in der Vorbereitung für so ein Lehrevent dann schon lokal machen muss. Haben wir jetzt nicht gemacht, unglücklicherweise. Schlechte Vorbereitung. Aber genau, so wird es im Prinzip aussehen. Und das würde ich jetzt benutzen, um hier im Prinzip Zeitmessungen einzuführen. Time start hier. Time start hier, end und dann irgendwie das Delta irgendwie zu berechnen. Ja? Und ich überspringe jetzt viel, um euch nicht zu langweilen, weil ich denke, das kriegt ihr alles hin, wenn man sich das Material ein bisschen genauer anguckt. Und jetzt würde ich im Prinzip anfangen zu sagen, okay, das hat halt eine bestimmte Dauer. Können wir jetzt erstmal nicht beurteilen. Hier ist Magie drin, die in der Bibliothek steckt. Also was jetzt letztendlich in diesem Device-Info drin steckt. Das ist ein, wie gesagt, ein Plain Old Data Type. Ich glaube, fünf Felder habe ich da reingepackt. MAC-Adresse, irgendwie IP, also so als Beispiel, ja, als Narrativ. Und genau, und jetzt würde ich im Prinzip anfangen, das Ganze zu stricken mit Standard Thread. Und das würde ich jetzt noch machen mit euch und dann im Prinzip zur Zusammenfassung übergehen. Und das machen wir im Prinzip so, dass wir hier einiges kopieren. Ja, können wir noch weiter runtergehen? Nee, können wir nicht. Wir behalten uns mal hier ein bisschen. Genau. Das fügen wir hier ein. Und dann machen wir hier ein if parallel. Den Anfang können wir stehen lassen. Die Lektion, die hier gelernt werden müsste, wäre dann auch, dass man für, wenn man Unit-Tests benutzt und Performance-Analysen so macht, sich Gedanken macht, wie man am besten synthetische Daten erzeugt. Ja, weil gerade wenn man zum Beispiel in Unternehmensanwendungen, man will ja nicht immer bei Performance-Messungen in die Datenbank reingehen und irgendwie kurz mal New York anrufen und dann irgendein Ergebnis zurückbekommen. Will man nicht. Man will versuchen, synthetische Daten zu benutzen, die so gut wie möglich die Realität widerspiegeln. Ja, ganz klar. Genau, und dann wird man dann hier anfangen, Parallel Diff irgendwie was hinzuschreiben und diese Funktion dann hier mehr oder weniger die Syntax oder das Interface vorzugeben, vielmehr die Signatur, und die dann hier oben drüber zu definieren. Ja, wir wollen also hier parallel die Differenz bilden. Kann man auch gut auf Integer sein und hier die Klammern ordentlich setzen. Und um den ganzen Unit-Test abzuschließen, setzt man natürlich noch unsere logischen Tests darunter. Ja, damit wir auch sicher sind, dass was immer auch wir machen, die Logik von unserem Programm nicht verändert. Ja, das ist eben die große Krux. Leute, die
zum Beispiel Performance-Optimierungen versuchen, machen das meistens am lebenden Patienten. Und das ist halt nicht so gut. Deswegen mache ich das hier in den Unit-Tests drin, weil am lebenden Patienten Performance-Optimierungen führt oft dazu, dass es zwar schneller wird, aber das falsche Ergebnis rauskommt, was niemandem hilft. Ja, dann war die Zeit nämlich umsonst, weil die Zeit, die man benutzt hat, um Performance-Optimierung zu machen, steckt man dann wieder rein, um zu debuggen. Und das macht das ganze Unternehmen etwas hinfällig, finde ich zumindest. Deswegen ganz wichtig für mich immer gewesen und ist es immer noch in meiner täglichen Arbeit, nennt man das Business-Logik, wie auch immer, so gut wie möglich in den Unit-Tests festzuzurren und dann erst Performance-Optimierungen zu machen. Okay, also hier würde man hier irgendwie Time End. Und ich habe das in dem Workshop einfach gemacht mit einem ganz normalen Standard Out. Ja, also hier einfach kurz sagen, was ist denn hier Time End minus Time Start. So mal, um das zu verdeutlichen. Ja. Genau, so sieht's aus. Das würde ich zwischendurch immer kompilieren und immer zeigen, ja, es funktioniert und ich bekomme immer, alle Unit-Tests werden im Prinzip erfüllt. Und jetzt wollte ich euch das noch kurz zeigen. Wer hat denn schon mal Standard Thread benutzt? Von euch? Okay, gut. Wer ist dagegen, dass ich das jetzt zeige, wie ich das implementiere? Sorry. Ja, das war jetzt die eine Meldung, derjenige, der schon mal Standard Thread benutzt hat. Okay, dann mache ich das mal noch. Und dann überlasse ich euch euren Bier. Genau. Also, fangen wir an. Kann man das gut sehen? Mehr oder weniger, ne? So, also, mir ist es ganz wichtig, das alles hier immer mehr oder weniger erstmal so vorzutanzen und zu kommentieren, was ich tue. Meine Hoffnung war, während des Workshops so einen Look-over-your-shoulder-Effekt zu erzeugen. Ja, dass ich auch mal sage, irgendwie, ja, hier Void als Return-Type ist irgendwie, also das Return-Argument ist irgendwie ziemlich doof, weil kann man sich ersparen. Vielleicht überlegt man sich, wie man zum Beispiel Fehler behandelt. Ja, oder macht man es. Die typische Frage, Exceptions versus Return Codes, ja. Sowas kann man dann nebenbei immer mal mit ansprechen. Und ich hatte bis jetzt immer das Gefühl, dass das die Leute ganz gern aufnehmen. Bevor jetzt die Meta-Template-Programmierer unter euch sagen, ja, kannst du ja ganz viel einfacher machen, machen wir nicht. Weil, wie gesagt, das werde ich dann nachher nochmal sagen, was ein fortgeschrittener C++-Programmierer ist, ist ein ziemlich vages Konzept. Das heißt also, ich muss in dem Workshop damit rechnen, dass vielleicht 50% der Leute bei dem Level sind, wo ich es mir vorstelle, 25% oder 40% sind darunter und die restlichen 10% stellen mir immer irgendwelche Fragen, die mich total nerven, weil sie mein Konzept zerstören. Nee. Also das sind aber trotzdem so die Erfahrungswerte, die man hat. Man bekommt nie ein homogenes Publikum, nie. Ja? Und es gibt immer Leute, die mehr wissen und das ist auch cool. Ich mag das eigentlich im Workshop, weil die können mich berichtigen, wenn ich was, die können eben mitdenken. Wobei die anderen eben erstmal, was macht er jetzt hier? Und Vektor habe ich noch nie gesehen. Ich nehme immer Qt irgendwas. Ja, irgendwie so, ja. Also das ist halt einfach so. Das ist in anderen Sprachen genauso. So, nächste Frage, die dann meistens kommt. Warum tust du alles in deinen Argumenten mit Unterstrich beginnen? Antwort, weil ich das so mache. Das ist mein Style Policy. Das kann in eurem Unternehmen, in eurem Team genau anders sein. Ihr habt andere Konventionen. Wichtig ist, dass ihr eine Konvention habt. Dass alles irgendwie lesbar bleibt. Genau. Also ihr müsst mir verzeihen, wenn ich hier so zu den Bekehrten irgendwie predige. Ja, dann würde man hier irgendwie sowas schreiben. Und das ist das Result. So, als erstes, alle schielen jetzt erstmal auf die Parallelität. Nichts gibt's. Jetzt wird erstmal geprüft, ob das, was wir bekommen, überhaupt sinnvoll ist. Ja, das ist mehr so ein pädagogischer Zeigefinger. Schnelligkeit ist eben nun mal nicht alles. Wir wollen auch Funktionalität. Ja, wir wollen also jetzt erstmal sicherstellen, dass die alle Vektoren, so wie wir sie hier übergeben haben bekommen, dass die dieselbe Länge haben. Ja, und das ist hier einfach nur ein Platzhalter. Macht man jetzt hier irgendwie. Kann es sein, dass bei. Ja, sehr gut, Dankeschön. Sehr gut. Das freut mich. Was mache ich denn hier? Das ist Aufregung. Schreibt doch mal using namespace. Ja,
Genau, sehr guter Kommentar, das hasse ich. Das mache ich zum Beispiel nicht gern. Der war auch nicht ganz ernst. Nee, egal, jetzt hast du es gesagt. Nee, sehr guter Kommentar. Sieht man auch viel in irgendwie Stack Overflow oder irgendwelchen Tutorials C++. Erstmal oben Using Namespace Standard, irgendwie sowas, ja. Ich persönlich mag das nicht, weil ich viel mit anderen Bibliotheken arbeite und irgendwann verliere ich den Überblick. Ja, und mir ist das recht. Was ich noch toleriere in meiner eigenen Arbeit, sind so 3, 4, 5 buchstabige Namespace. Also ich definiere mir die lieber um, einfach um den Überblick zu behalten. Also, und wenn man dann noch anfängt, irgendwie C-Bibliotheken einzubinden, ja, da sitzt dann einfach nur da. Also, wie war das jetzt gleich? Was, wo bin ich jetzt gerade? Ja, das ist der Grund. Sehr guter Kommentar, danke. Ja, und dann macht man jetzt irgendwie sowas hier, ja. Also irgendwie sicherstellen, dass unser Resultat dieselbe Größe hat wie die Eingabeparameter. Dann, wie gesagt, der schlaue Profi sagt jetzt, ja, du kannst ja nur Iteratoren übergeben, Anfang, End, wie das Transform macht, ja. Und dann würde ich dann sagen, ja, das stimmt, aber das ist hier ein fortgeschrittener Kurs und kein Profikurs, ja. Ich muss noch dazu sagen, um das Thema vielleicht abzuschließen, was ich am Anfang vorhatte, war in dem Kurs noch mit der Template-Programmierung mit einzunehmen. Ich hatte da ein paar Ideen und da brauche ich vielleicht mal eure Hilfe. Könnt ihr mir gerne ein Beispiel sagen. Problem ist, ich will halt hier immer zeigen, okay, das ist irgendwie so, wie es implementiert wird, das ist langsam. Jetzt machen wir Messungen und sehen, wo vielleicht das Problem ist und dann eine neue Implementierung als Alternative. Bei Meta-Template-Programmierung, um zu erzeugen, dass man sozusagen eine Implementierung hat, die langsam ist, gegen eine mit Meta-Template-Programmierung, die schnell ist, das ist verdammt schwer mit aktuellen Compilern. Ja, das ist einfach meine Erfahrung. Deswegen habe ich da die Finger davon gelassen. Ich habe einen halben Tag investiert, also eigentlich 2 Abende, zu Hause und habe dann gesagt, gut, das hörst du jetzt auf. Weil es einfach der Trade-off, wenn man nicht viel mit Templates zu tun hat, die selber benutzt, zu dem, was man bekommt, der ist sehr schwierig, in meiner Erfahrung. Ich mache das gern. Ich finde auch, da gibt es wunderschönen Code, der da erzeugt wird. Ganz prima alles. Ich will das nicht an die Wand malen als Teufelszeug, keine Frage. Aber hier in dem Kontext habe ich die Finger erstmal davon gelassen. Auch das typische Factorial-Example. Ja? Heutige Compiler sind so gut, herauszufinden, was Compile-Time-Variablen sind und was nicht. Das wird total schwer. Ja? Also da muss man schon alle Optimierungslevel ausschalten und dem sagen, überleg ja nicht über den Code oder irgendwas. Und da habe ich dann gesagt, nee, das ist mir alles zu kompliziert, ich will niemanden verwirren. Wie gesagt, wer Ideen hat, wer Codebeispiele hat, immer her, Pull Request auf das Repository, lasst euch aus, sagt mir Bescheid, ich füge das gern ein, wenn wir beide zu dem Ergebnis kommen, dass das der Lehrerfahrung hilft. Okay, weiter im Text, also wir müssen zuerst hier, also die ganzen Includes spare ich mir jetzt, wir müssen erstmal unsere Vektoren erzeugen, unsere Threads erzeugen, also unsere Threads-Objekte vielmehr. Das nennen wir jetzt mal Workers, man kann es auch Aktoren nennen oder weiß der Teufel oder CPUs oder irgendwie. Ich fand immer Workers ganz nett, weil hier wird das Konzept klar, dass dieses Objekt von Thread wirklich was macht. Es ist keine Management, also es ist zwar auch eine Management-Einheit, aber eigentlich steckt da Funktionalität drin. Und jetzt machen wir eine Range-Based For Loop und fangen an, im Prinzip nichts zu tun. Ja, das ist so das Minimalbeispiel. Jetzt würde ich im Prinzip kompilieren, würde sehen, dass der Test immer noch fehlschlägt. Und in guter Test-Driven Development-Manier wäre das der Anfangspunkt, wenn ich überhaupt anfangen sollte zu arbeiten. Ja. Okay, so jetzt würde ich meine Tests erweitern. Ich will euch aber noch die Implementierung zeigen. Genau. So. Also bis jetzt haben wir noch nicht viel gekonnt. Jetzt müssen wir unsere Worker irgendwie mit was füllen. Dann lasst mich mal hier zur. Genau. Und was das ist? So, das machen wir ja gleich weiter. Wir brauchen erstmal eine Funktion, die die Arbeit beschreibt, die innerhalb des Threads gemacht wird. Das
können wir auch, eigentlich können wir das hier kopieren, damit das hier ein bisschen schneller geht. Ja, also wir kopieren mehr oder weniger die Syntax hier. Das ist gefährlich, ich weiß. Aber das hat einen Zweck, um im Prinzip hier so eine Art Wiedererkennungswert zu schaffen. Und jetzt kommt das Einzige, was hier anders ist. Sind wir nett. Ja, nehmen wir an, irgendwann in der Zukunft haben wir Maschinen, die mehr als ja, Maximum Int an Threads haben können. So. Dann haben wir die Thread-ID. Das ist also die Arbeit, die pro Thread ausgeführt werden soll. So, jetzt müssen wir hier leider Gottes, das ist hier die Schönheit von explizitem Multithreading. Jetzt müssen wir hier die ganze Arbeit per Hand machen. Jetzt müssen wir uns halt überlegen, wie viele Items in den Vektoren pro Thread erledigt werden sollen. Das könnten wir auch übergeben. Aber für mich ist immer so die Sache, wenn die Funktionen so mehr als 4 Parameter bekommen, da kriege ich langsam Bauchschmerzen. Also wird dann langsam einfach so, wenn sich sowas in meiner Codebasis irgendwie fortsetzt, also das ist schon, das Teil hier habe ich schon so, 4 Parameter, schlecht maintainable, könnte mir auf die Füße fallen irgendwann. Aber egal, lassen wir das erstmal. So, jetzt müssen wir hier anfangen zu rechnen. Wir nehmen uns Hardware Concurrency. Das ist ein kleines Gimmick innerhalb der Standard Thread Bibliothek. Das ist eine statische Funktion, die mir angibt, was quasi die Hardware, auf der ich gerade laufe, also zur Laufzeit, nicht zur Compilezeit, was die alles kann. Also wie viel Concurrency, wie viel Parallelität die erzeugt. Auf hypergethreadeten CPUs ist das natürlich die volle Anzahl aller logischen CPUs. Also diese Bibliothek ist nicht so clever und guckt richtig nach, was bist du für ein Modell, wie viele physische CPUs hast du überhaupt oder so ein Quatsch. Geht es wirklich darum, also wenn ich einen Prozessmonitor oder irgendwie Top aufmache, wie viele CPUs sehe ich da und die Zahl kommt hier rein. Genau. Minus 1. Und das kommt da drunter. Nee, kommt nicht. Natürlich, auf der Auslegung. Jetzt, also mein Bildschirm hier, die Auflösung ist leider zu klein, deswegen muss ich hinter mich gucken. So. Wer hat sowas noch nie gesehen? Wer versteht das nicht auf einen Blick? Der soll bitte die Hand heben. Sehr gut. Ehrlich wenigstens, das mag ich. Um was es hier geht. Wir haben eine bestimmte Anzahl an Items, die prozessiert werden sollen. Wir wollen die irgendwie aufteilen. Das hatten wir am Anfang. Ja, das ist dieses Bildchen hier. So. Und wir wollen quasi wissen, wie viele Items hier reinpassen. Mehr ist es nicht. Ja? Das wollen wir, diese Zahl wollen wir wissen. Das ist die Number of Items per Thread. So, wir verlassen uns jetzt hier auf gute alte Integer-Arithmetik. Ja, hier, das sind alles Integer-Typen. Per Definition. Ich will teilen die ganze Anzahl an Items hier in der Anzahl von Threads, die möglich sind. Ich mache quasi die Summe und rechne minus 1. Das hat den Effekt, dass ich sozusagen mit einer Zahl rauskomme, die quasi immer ein Item pro Thread zu viel hat. Ja, das ist Integer-Arithmetik. Wenn jetzt hier 1,9 rauskommt, ist das Ergebnis? Sehr gut. Wenn 42,5 rauskommt, ist die Antwort? 42, danke. Genau. So, das ist also so ein beliebter Trick, ja? Also dazwischen Size und Hardware Concurrency ist ein durch in M+. Nee. Hier ist das durch. Das kannst du leider fast nicht sehen. Aber dann soll dir klar sein, dass du da eventuell durch 0 Division hast, bei Hardware Concurrency 0 zurückgibt, wenn es nicht weiß, wie viele Hardware M+. Ja, danke. Das schreibt euch alle unter die Augenlider. Genau. Also natürlich, klarerweise, wenn man das in der richtigen Bibliothek hätte, die man wirklich rausgeben will, müsste man vielleicht jetzt hier Hardware Concurrency irgendwie wrappen, sowas abfangen, ja, solche Sachen machen. Ja, genau, sowas zum Beispiel, das wäre die Wrapper-Idee. Genau, egal. Zurück, weiter geht's. Genau, danke für den Einwand.
Ja, jetzt, ich bin eigentlich mich überrascht eigentlich, dass hier niemand einen Einwand hat bis jetzt, aber. Ach, Entschuldigung. Ja, der Offset. Ich muss halt irgendwie in den Input-Vektoren irgendwie vorspringen. Ich bin ja, das ist ja die Arbeit, die pro Thread ausgeführt wird. Oh, dieses Teil. Die Arbeit, die pro Thread hier ausgeführt wird. Genau, ich muss also erstmal an die Stelle springen, in den Input- und Output-Vektoren. So, und jetzt machen wir eine ganz einfache Schleife. Ich bin ja hier entsetzt, ihr seid ja alle so, also. So, machen wir den Offset. Ja, ich sehe gerade hier, also ein Fehler schon wieder. Schlimm, schlimm, schlimm. Brauche ich den nochmal irgendwo? Ich glaube, das können wir uns sparen. Das lassen wir weg. So, dann dürfen wir das Const müssen wir wegnehmen, sonst funktioniert es nicht. Genau, Offset hat natürlich eine Obergrenze, ist logisch. Das könnte man hier noch schöner machen, aber ich will jetzt erstmal hier vorwärts kommen. Mal Items per Thread. Ja, ich muss ja also jetzt die Obergrenze definieren. Das ist also das Offset vom nächsten Thread. Ja, da könnt jetzt, was ist jetzt hier problematisch? Na? Ja, genau. Eigentlich müsste ich ja noch eine zweite If-Condition reinsetzen, das kann man ja machen, ja, gegen das Ende von den Input-Vektoren. Ja, das wäre dann der letzte Thread. Wenn es also wirklich, wenn ich Input-Daten habe, die ungleich der Anzahl, also ungleich Hardware-Concurrency sind. Ja, und der Rest ist eigentlich relativ straightforward, wie das die Amerikaner so schön sagen. So, genau. Gut, okay, das war's für diese Funktion und die müssen wir jetzt irgendwie an dieses Thread-Objekt übergeben. Ja, also ich hoffe bis jetzt alles so okay, alles so mitgekommen, warum ich wie was mache. Das ist, ja, okay, allgemeine ja, Stille, so, okay. So, und jetzt sind wir gleich fertig. Gehen wir wieder hier runter. Ich versuche mal ein bisschen höher zu gehen, naja. Soweit es mir geht. Also, wir müssen jetzt durch alle Threads wieder durchloopen. Also, wie wir das jetzt machen, wir können jetzt wieder so eine Range-Based For-Loop machen. Das ist jetzt hier im Prinzip wurscht. Ja, nee, mache ich mal nicht. Ich mache es mal einfach, so wie man es halt kennt. Hi, kleiner Standard Threads. Wieder Hardware Concurrency. Der aufmerksame Leser bemerkt hier, dass natürlich hier auch was Laufzeitvariables rein kann, wenn man eben nicht alle Threads benutzen möchte. Klar. Dann machen wir i. Und jetzt nehmen wir unsere Workers, machen einen Pushback. So, jetzt kommt die Krux an der ganzen Geschichte. Warum? Ich wollte gerade sagen. So, jetzt müssen wir uns im Prinzip unsere Funktion als Funktionspointer übergeben. Das geht so. Und jetzt ist es wichtig, dass man alle Variablen, die übergeben werden, zumindest in dem Fall hier als StandardRef, nochmal explizit erschafft. Right-hand-side. Und dann machen wir noch das Resultat. Und jetzt kommt noch unser i. Und das war's. Ja, und das würde man jetzt ausführen. Ja, ihr könnt das noch sehen. Das würde man ausführen, dann würde man sehen, dass man mehr oder weniger, je nachdem, auf was für eine Hardware man läuft, einen Faktor 2 bis ungefähr 3 bekommt. Dann fragen sich natürlich, warum nicht Faktor 4? Ja, dann würde man anfangen zu erklären, okay, das ist ein Laptop, Hyperthreading, ja, da gibt es einfach gewisse Limits. Deswegen erreicht man hier nie Faktor 4. Und so ist man auch im Prinzip schnell bei Skalierbarkeit. Ich habe mich davon ferngehalten, das habe ich auch am Anfang gesagt, in dem ganzen Material irgendwie Amdahl's Law oder was die kanonischen Gesetze sind, um Skalierbarkeit bei Parallelität oder in parallelen Programmen zu untersuchen, so obere Grenzen und so weiter. Das kann sich dann jeder selber anlesen. Ja, das ist, ja. Wolltest du eigentlich M-Place
Nee, in dem Fall nicht. Zeig mal. Ja, hast recht. Schon mal vielen Dank. Super, danke. Genau. Okay. Gut, und das war's. Das wäre so auch das Ende von meiner Demonstration hier an der Stelle. Wir würden jetzt im Workshop selber würden wir jetzt weitermachen und uns quasi das noch ein bisschen diskutieren. Hier vielleicht noch an der Stelle eine Reduktion machen. Also ich arbeite hier an der Stelle mit Standard Atomic und nicht mit Logs, einfach weil das fürs Beibringen ist das einfach schneller gehandhabt, das ist schneller erklärt, ohne auf die wirklichen Details einzugehen. Und dann an der Stelle würde ich dann sagen, bevor es zum nächsten Kapitel übergeht, so, jetzt habt ihr explizites Multithreading einmal gemacht, ich hoffe für euch, ihr müsst es nie wieder machen. Ja? Das ist so eine Lektion, die ich gelernt habe, wenn das gilt auch jetzt für euch. Wenn ihr könnt, versucht es zu vermeiden. Aus gutem Grund. Ja, das sind hier einfache Sachen. Das ist hier Datenparallelität hoch 5. Ja, also ist alles ganz, ganz easy. Aber explizites Threading hat eben immer den Charme, dass man sich eben kümmern muss. Atomare Operationen bei Variablen, die geteilt werden und so weiter und so fort. Ja, es gibt dafür Bibliotheken. Wie gesagt, Intel TBB ist dann hier in dem Material diejenige, die ich dann als nächstes vorstellen würde. Und die würde ich dann auch den meisten Entwicklern, die dazu zum Workshop kommen würden, im Prinzip immer nahelegen. Gut. Ich sage jetzt mal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für den Anfangsteil. Warum ich eigentlich gekommen bin, ist, um jetzt euer Feedback zu bekommen. A, denkt ihr, das ist praktikabel in eurem Feld? B, findet ihr, ist das totaler Mist? C, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ich bin eigentlich hier, um von euch zu erfahren, hier als C++-Entwickler per Definition, sonst wären wir nicht hier, was ihr davon haltet. Und ja, bitte. Ich bedanke mich jetzt dann. Ja, ne, also mir kommt es eben immer so vor, dass jetzt die Prämisse jetzt natürlich eher auf einem Institut, wo man vielleicht da eher kleinere Funktionen hat, was ja nicht in großen Konzepten drin ist. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt noch nicht so lange hier, also ich benutze C++ erst seit anderthalb Jahren und bin auch noch Student deswegen. Hm. Aber deswegen, das wäre jetzt für mich eher nicht so gut. Also das fängt eben schon an, da würde ich lieber Futures benutzen als die Async und dann eben wirklich dann mehr mit Funktion, wie es gedacht ist, ja. Mhm. Also als Rückgabewert und wirklich wenige Seiteneffekten, also dann natürlich der Rückgabewert ist dann ja der Teil und es hat ja dann mehrere Gründe, weil wenn jetzt Exceptions kommen, dann ja, 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 dann ja, ja, klar. Sofort ja, ja, klar. Ja. Okay. Also du würdest es quasi austauschen, anstatt hier explizites Multiplane zu machen. Nee, verstehe ich das richtig? Würdest du sagen gleich Standard Async? Genau. Also okay. Das gucken wir fast noch als explizites Multiplane. Ja, 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 ja. Ist halt eine zusätzliche Komplexität, finde ich. Ja, ich finde, es ist schon besser zu lesen und deswegen ist es schon einfacher. Und okay. Okay. Ja. Das Gefühl, dass eben genau die Prämisse, wenn ich jetzt Physiksimulationen mache, dann benutze ich ja sogar auch das Konzept der Exceptions gar nicht, sondern ich berechne irgendwas. Na, hoffentlich doch. Ja, ich kann jetzt nur gefühlt. Also ja, 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 nee, ist klar. Dann habe ich das Gefühl, okay, dass die meiste Exception, die ich wahrscheinlich jetzt bekomme, die Vision durch Null und dann habe ja, ich ja, sowas klar nicht. Und okay, danke. Da fängt es natürlich schon an. Okay. Und natürlich würde ich jetzt auch die Unterstriche vor den Variablen rausmachen, weil es nach Standard ja eigentlich nicht ganz erwartet ist. Ja. Das steht ja frei. Also, ja. Gut, die anderen. Oje. Also ich finde es schon gut, dass mal vorgeführt wird, was ein Thread ist und wie die parallel laufen, um das ja zu sehen. Ja. Und dann zu sagen, macht es aber nicht, es gibt bessere Methoden. Ja. Um mal zu sehen, was da dahinter steckt. Ja. Was hinter so einem Future oder was auch immer dann steckt, letztendlich wird das ja auch dann irgendwie so abgebildet. Ja, genau. Der Punkt ist im Prinzip der, warum ich so auch mit reingenommen habe und nicht über das Async, eigentlich für die Chefs. Ja? Weil ich höre immer wieder gerade von Leuten, die higher in the chain, ja, unsere Leute, die müssen mehr hier,
müssen wir einfach mehr Multithreading machen. Das geht einfach. Diese neue Technologie und etc. pp. Ja, und das ist zwar ein bisschen so mit die Prämisse und auch, wie du gerade sagtest, zu sagen, hier, nie wieder, wenn ihr könnt. Es gibt genügend Vorträge, die sich auch bei den Meetings hier bloß damit auseinandersetzen, was passiert, wenn zwei Concurrent Threads irgendwie sich Variablen teilen und was man aufpassen muss und etc. Da gibt es eine halbe Wissenschaft oder vielleicht auch eine ganze dazu. Genau, okay. Danke, ist schon mal wichtiges Feedback. Noch mehr Meinungen. Jo. Die Zielgruppe sind jetzt wirklich auch Leute, die so eine Anwendungsfälle haben. Ja, ganz genau. Die Berechnungen parallelisieren wollen. Genau, also mit Berechnungen bitte nicht so hoch denken. Also ich denke hier nicht darüber nach, irgendwelche Differentialgleichungen zu integrieren, wo es wirklich um Numerik geht, sondern es geht manchmal einfach nur um Sachen, was ist der Mittelwert von meinem Vektor, was ist irgendwie die Differenz, ich muss jetzt über den Vektor loopen. Das sind so die kleinen Aufgaben. Die können auch manchmal heavy sein, je nachdem, was gemacht werden muss. Deswegen, genau, das ist die Antwort auf deine Frage. Sie sollen das schon benutzen können. Ja, klar. Aber man muss. Ich hatte. Was? Von was meinst du da jetzt? Boost Computer oder was meinst du? Es muss doch irgendwo eine Vorreiterimplementierung von. Nee, gibt's nicht. Nee, gibt's nicht. Nee, gibt's nicht. Nee, deswegen. Ja, genau, gibt's nicht. Genau, ich wollte nicht zu weit vorgreifen. Wir sind jetzt 2016 und. Ich weiß eben, du weißt eben immer nicht so richtig, in was für einer Welt die Teilnehmer leben. Manche, die hier kommen, sind froh, wenn sie den Compiler, wenn sie die Version von dem rausbekommen, ja, auf ihrem Laptop. Manche sind ganz ambitioniert, holen sich die neueste GCC-Version oder Clang oder was auch immer und können schon auf den Previews von den neuen Standards arbeiten. Deswegen habe ich mich erstmal für sowas entschieden. Weil selbst für die Domäne, in der ich da war, hatte ich den Eindruck, dass selbst C++ 11 was Neues war. Obwohl die Jahreszahl was anderes eigentlich sagt. Ne? Aber gut. Ja? Ja, ich habe jetzt den Eindruck, also ich muss zugeben, ich bin halt einfach nur Student mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen. Ach, haben wir die nicht alle? Weil ich hatte mal Physikstudium angefangen und habe ja. Also Informatik gewechselt, aber ich kenne eben noch auch einen Physiker. Ja. Und wie geht's denn so? Ja. Jemanden Max Planck für komplexe Systeme hat. Oh, na die. Und der hat es natürlich wie typischerweise in Python geschrieben. Ja. Und dann war eben die Diskussion, lohnt sich jetzt nochmal, ja. Die Simulation von den Random Walks dort in C++ ja. Zu schreiben. Wo dann natürlich immer. Die große Frage war, eigentlich sollte der Unterschied ja nicht so groß sein, ah. Das Heavy Lifting sollte ja in C sein. Ja, ja. Und dann sollte das größte Vorteil eigentlich nur das Inlining sein. Ja, genau. Und war aber dann doch schneller, aber die große, also ich hätte jetzt den Eindruck, wenn ich so von meinen Kommilitonen und von mir jetzt ja. Schlüsse zu ziehen, dass ich dann eher wirklich von High Level, vielleicht von der Intel-Datenbank gehe no. Und dann den Physikern eben mehr so versuche zu erklären, ja, ihr wisst ja, was Funktionen sind und dann wirklich C++, wie es ja schon einige machen, mehr im Funktionsstil eben deswegen ja. Gleich wie dann auch in YCD-Async. Keine Seiteneffekte da, Parameter kommt rein, Rückgabewert kommt raus. Ja, 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 klar. Und dann Entscheidungen, wie viele Threads, und dass ich nicht diese ja, ja, ja. Zwischen Oversubscription und ja, 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 ja. Zu wenig, dass ich das wirklich möglichst versuche ins Framework zu schieben ja. Oder nur so an ein, zwei Zahlen, die sie sich genau. Irgendwie mal ausprobieren. Also das wäre jetzt eher mein Ansatz, weil ich ja. Denke, wenn man den gleich mit SCD-Threads zuschließt, ja. Das ist viel zu low level. Okay. Also, okay. Das wäre jetzt meine Meinung. Okay, mehrere Antworten darauf. Erstens, herrlich, du hast genau den Finger am richtigen Punkt. Ich liebe auch Metadiskussionen. Was könnte es sein? Und der Compiler könnte doch XY. Und ach Mensch, gucke mal. Da gibt es doch diese tolle Bibliothek. Ja, genau. Das höre ich oft. Und dann coden wir das schnell. Und dann ist es schneller in C++ oder ist es langsamer. So, und das, was haben wir dann gewonnen? Also, was ich mit dem Material hier machen will, ist, die Leute auszubilden und sagen, wenn ihr solche Diskussionen habt, messt. Das ist die zentrale die Message, die ich machen kann. Weil diese ganzen Metadiskussionen, meine Erfahrung ist,
Du brauchst sehr, 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 sehr viel Erfahrung, finde ich, dass solche Diskussionen wirklich produktiv sind. Das ist meine Erfahrung. Und meistens kommt es dann sowieso, du schmeißt den Compiler an, guckst dir dann doch mal einen Assembler an und sagst, oh, ach, hat er ja gar nicht inlined, hä? Oh, das ist ja komisch. Wieso? Ne? Also das ist praktisch einfach hinsetzen, wenn es geht, coden, wenn nicht, gucken, ob es jemand anders schon gemacht hat. Ja? Ich habe ihn ein bisschen anders verstanden. Ich glaube, es ging ihm mehr um den didaktischen Ansatz, oder? Ja, ne, ich meine, das Messen ist ja sowieso immer, finde ich. Ich habe ihn so verstanden, mit dem Ansatz über dieses Assistive Passing. Ja. Was ich nicht kenne. Schlecht. Würde sich der Code für jemanden, der jetzt nicht so vertraut ist mit der Sache, ein bisschen verschlanken, ein bisschen weniger Distraction haben? Und genau. Genau, das habe ich verstanden, danke. Das ist eine Überlegung wert, muss ich sagen. Ich würde es einfach mal probieren und auf eine Branch legen, oder du probierst und legst auf eine Branch, und dann gucken wir es uns an. Ja, also ich bin da sehr, Zugänge sind sehr willkommen. Jo. Didaktisch natürlich auch kompliziert zu sagen, man zeigt erstmal, wie es klassisch geht, ja. Zu sagen, macht es nie so. Ja. Ja. Auch vom Ansatz her schon gefahren hast. Ja. Und dann, wenn du was vorstellst, die richtige Lösung vorzustellen. Ja. Und du musst dann ja auch nie begründen, warum du jetzt Intel ja, genau. Knox benutzt, sondern sagst du, ja, das nehmen wir jetzt, das ist gesetzt sozusagen. Ja, genau. So habe ich das eigentlich auch gemacht, genau. Und diese Basis-Threads würde ich da gar nicht erwähnen, dass es die gibt, weil das verwirrt mit der Stelle eben. Okay. Man lernt gerade viel Neues. Ja. Und der Clou, wenn du jemandem was beibringst, ist ja zu sagen, hier, ich habe was Cooles, damit kannst du dein Problem lösen. Ja. Und das funktioniert so. Mein Wenn du jetzt aber nochmal ausholst, dann dort die Grundlagen im Prinzip funktionieren, dann zeigst du eben nicht, wie er sein Problem löst. Ja. Du bringst es sozusagen auf eine Metaebene. Ja. Das gibt es hier alles. Und das nicht, sondern nimm jetzt das, was ich ganz am Ende, wenn die schon abgeschaltet haben. Ja. Genau. Also. Ich würde es mir deswegen habe ich vorgeschlagen, das mir mal anzugucken, weil der Punkt ist, hier hängt ja noch ein bisschen mehr dran. Wir machen ja hier auch Messungen und so. Da müssen wir gucken, dass wir irgendwie die Futures können wir einsammeln. Das ist alles kein Problem. Den Vector Futures hätten wir auch. Ich hätte im Prinzip jetzt, weil erst dann hätte ich ein Problem mit der Abstraktheit. Ja, weil wir haben die Wörter Asynchronität da drin und Future. Was ist denn das? Ja. Könnte ich sagen. Ein Thread kennt mehr oder weniger jeder, kommt irgendwie von dem Laptop, machst einen Prozessmanager auf und dann siehst du das. Siehst du bei dem Async auch, kein Problem. Aber das sind im Prinzip die Gedankengänge, nur dass du es versteht, ich will es nicht abwickeln, dass ihr versteht, was so meine Gedankengänge bei den ganzen, warum ich mich zum Beispiel für das entschieden habe. Einfach weil das optische, ach, okay, Thread, ja, haben Kollegen schon mal was davon erzählt. Irgendwie sowas, ja. Aber ich nehme das gern an. Also wie gesagt, ich würde einfach vorschlagen, Branch zu machen und dann einfach mal loszulegen. Und das Ganze hier mal umzuschreiben. Weitere Kommentare? Können auch die anderen dran lassen. Also, aber... Ich kann es eigentlich nur unterstützen. Ich finde es auch gut, die Advice-Lösung zu machen, aber ich würde es trotzdem machen, um das zu motivieren, was im Lawyer halt passiert. Ja. Weil sonst ruft man halt irgendeine API auf und weiß gar nicht, was im Hintergrund war. Ja, genau. Und dann überhaupt keine Verbindung mehr zur Maschine. Genau. Genau. Ja, genau. Genau, das ist so, ja, das ist der typische Trade-off, genau. Mhm. Also ja. Ich habe so gemacht, dass erstmal den Step, den zwar klein halten, aber den würde ich überspringen. Okay, danke. Du hast. Das ist halt der klassische Fehler, den man macht, wenn man es eben diesen Werdegang mitverfolgt hat, sag ich mal. Man hat dann den Eindruck, dass jemand, der das neu lernt, müsste diesen gesamten Werdegang kennen. Ja, okay. Das ist unrelevant. Der muss den nicht kennen, der muss nur das wissen, wie es neue Funktionen ist. Kommt der Werdegang doch an, natürlich auf dieses technische Verständnis, das passt auf. Aber das bleibt ja sowieso erhalten. In dem Moment, wo er Async hinschreibt, ist ja klar, dass er jetzt einen anderen Set benutzt. Nur wenn er weiß, was Async ist. Und wenn er das nicht damit verbindet. Ja, wenn er nicht weiß, was Set ist, muss er das auch erstmal lernen. Das sind die Anzahl der Begriffe. Ich glaube, das ist auch für Leute, die Taschenrechner benutzen, wichtig ist, dass sie die Grundrechenart nur mal im Kopf nicht ausprobiert haben. Gut. Ja, bitte? Also da würde ich eben gerade eben
widersprechen. Also mein Ansatz wäre es eben gewesen, was ich eben auch nochmal verdeutlichen würde. Ja. Der große Vorteil bei dem SDA-Sync, finde ich, ist auch, hätte ich jetzt gesagt, dass jetzt bei dem Code messen, dass dann schon ganz klar ist, wo kommen die Stellschrauben, die ich fürs Messen habe, ja, wo kommen die rein, weil dann bildet sich das genau ja bei dem Async an einem Platz ab, nämlich, ja, ich sage, welche Launch Policy, ja, also mach Threads oder mach sogar erstmal nur einzeln, und wir haben das nur ganz umsonst so multi-threaded geschrieben, aber ja, gucken, ob es nicht sogar in einem Thread immer noch schneller ist. Und ich, das ist eben, wie ich jetzt auch eher argumentieren würde, die meisten, ich würde jetzt behaupten, dass wenn ich mir Physikkommilitonen anschaue, lass die doch mal in Ruhe, ich bin selber Physiker. Nee, ich weiß, warum jetzt mit so einer autoritären Schiene, ich habe Zugang zu Kommilitonen, nee, dass Threads schon nicht so bekannt sind. Okay, aber interessant. Also okay. Klar, die wissen, da ist der Computer, und natürlich mit Mathe kennen sich Physiker, so kann ich aber behaupten, sehr gut, ja, aus. Aber dann würde ich, wäre jetzt mein Ansatz, dass ich sage, okay, der macht das dann irgendwie parallel. Ja. Deswegen, ja, hat ja, ja, klar, jeder das Wort Async drin. Ja. Aber was ein Thread ist, also ich sehe da immer die Gefahr, wenn ich den dann so Low-Level-Zeug erzähle, dann ist zwar so ein kleines bisschen Wissen da, aber dann ist die Versuchung groß für irgendwelches Smart-Programming und für hässlichen Code, wo man eben denkt, ja, jetzt bin ich voll klug, aber das ist. Ja, das ist immer so. Willkommen in meinem Leben. Ist, ja, deswegen, ich meine, bei Annahmen schon in dem Code, die wir, ja, implizit dastehen, die wir gar nicht erwähnen, die finde ich noch viel relevanter sind, nämlich jetzt tue ich den, ich habe einen Vektor da und kann den jetzt schön linear zerteilen, ja, in Arbeitsblöcke. Ja, genau. Aber ich meine, so eine schöne grüne Wiese, wo ich immer nur so einen linearen Block habe, den habe ich ja selten. Also zumindest, ja, kommt auf die Domäne drauf an. Ja, wahrscheinlich, das sind jetzt genau die zwei Welten, bei wissenschaftlichen Berechnungen ist es wahrscheinlich öfters der Fall, hätte ich mal vermutet, weil da habe ich noch die Zahlenwerte. Ja. Im Informatikbereich, da sind ja irgendwelche Daten und Systeme, die interagieren müssen. Ja, ja, kann sein, weiß ich gar nicht. No? Deswegen hätte ich da jetzt gesagt, da kann man auch praktisch, sind die Konzepte da klarer. Okay. Die Stellschrauben sind offensichtlicher. Okay. Okay. Ja, aber es kam halt auch wieder raus, es gibt die Bibliothek, die macht das irgendwie ins Thread. Und dieses, ja, Beschreiben ist es irgendwie, ist es jetzt hier in dem Quellcode drin, der von C++-Programmierung leicht verständlich ist. Einfaches Beispiel, darum geht es ja erstmal, muss man sich gleich mit dem Problem anfangen, dass man schlecht aufteilen kann. Man kann sich eben entscheiden, machen wir das Quellcode getrieben, sozusagen, ja, wo die das selber kodieren. Für mich wäre es halt interessant, für jemanden, der es eigentlich mehr oder weniger richtig schnell mal irgendwas anwendet, ist es vielleicht nicht interessant. Oder man muss eben relativ viel Prosa schreiben, sozusagen, dass man den Leuten das erklärt, ja, was sind die Schwierigkeiten. Ja, okay. Man muss sich da beiden Wegen irgendwie entscheiden. Das erklären muss man das Grundkonzept schon ein bisschen besser, als zu sagen, das sind die Daten, die teilst du irgendwie auf, das ist irgendwie mit Threads, und dann kommt zu oft das Wort irgendwie drin. Ja, genau. Ganz zentrales Problem. Ja, das machst du hier schon irgendwie so. Ganz einfach. Gut. Ja. Gibt es noch weitere Kommentare, Kritiken? Jo. Also ich finde die Idee schön, auf jeden Fall. Erstmal die Grundlage. Oh. Er fängt einen ziemlich großen Kopf. Oh, jetzt kommt's. Pass auf. Was meinst du jetzt? Kannst du das irgendwie genauer sagen? Ja, versuch es zu formulieren. Ja. Ja. Nee, sofort abgewählt. Also so wie ich dich jetzt verstehe, aber ich denke nicht, dass ich verstehe. Gerade mit solchen Konzepten wollte ich ganz weit wegbleiben. Viel zu kompliziert, finde ich, für einen Anfänger. Ja, du musst dir vorstellen, die Leute, die hier hinkommen hauptsächlich, war jetzt zum Beispiel bei dem einen Workshop, das kann jetzt vielleicht auch bei anderen anders sein, die kennen Loops, die kennen Klassen, die kennen Inheritance. Ja, und fertig. Also und die Container und so, ja, okay, das war's. So, da kommen die her. So, und da sind die froh. Das ist gut.
Das ist ja ihre Arbeit, ne, tagtäglich, und deswegen muss man immer vorsichtig sein. Klar, als Experte sagst du, aber pass auf, und hier musst du auch, hier ist ein Fallschritt und dort, pass auf. Aber da muss man ein bisschen reduzieren. Da hat mir jemand gesagt, beim Lehren geht es darum, das Essentielle vom Wichtigen zu trennen. Fand ich eine großartige Hilfe. Hat mir in dem Moment null geholfen. Aber wenn man im Kämmerlein sitzt, hält man sich das ein bisschen vor Augen. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, es geht mir darum, hier so Begriffe, zentrale Begriffe zu bilden, dass die Leute die benutzen können. Und dann kann derjenige dann dahin gehen und sagen, hier gibt Deadlocks und was auch immer. Race Conditions, haben wir ja gar nicht drüber gesprochen. Ja, ja, da war noch hier irgendwo. Jo. Ja. Sollen ja eigentlich angeregt werden. Ja. Aber das will ich jetzt gar nicht diskutieren, das war jetzt nur so ein Gedanke, den ich für die Hausaufgaben mitgeben. Was mich eigentlich von dir interessiert, ja, ist, du sprichst immer mal wieder von den verschiedenen Bildungsgraden. Ja. Also die Anfänger von. Ja, genau. Ja. Darüber habe ich auch schon mal nachgedacht. Okay. Für Kollegen, die wir bei uns unternehmen und so einstellen, man könnte vielleicht so sich so mal so eine Liste machen, wo man festlegt für sich so als Gruppe, wir brauchen einen Entwickler mit dem Ausbildungsstand. Ja. Und dahinter soll sich Folgendes verbergen. Ja. Hast du sowas mal niedergeschrieben für dich? Nee. Schade. Nee, habe ich nicht. Ist eine gefährliche Geschichte. Ja, nicht einfach. Genau, also wo, ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also, das ganze Material ist im Sinne einer Bewegung, die sich gerade in vielen Wissenschaften breit macht oder versucht breit zu machen oder wie auch immer, das nennt sich Software Carpentry. Da hat der Herr Gottschling, da hier immer mal so ein bisschen, dessen Geist hier so ein bisschen wirkt, so mindermärtig, der hat das mit angefangen damals. Das hat sich jetzt durchgesetzt und da geht es darum, Wissenschaftlern Programmieren beizubringen, in ganz platten Worten. Und da geht es essentiell um die Frage, warum ist es heutzutage nicht möglich, Wissenschaftlern aller Disziplinen, obwohl sie es brauchen, das kann man ruhig auf, muss man nicht Naturwissenschaften, kann man auch Ingenieurwissenschaft machen, warum ist es nicht möglich, dem Programmieren beizubringen? Weil allgemein ist es in jeder Abschlussarbeit so, also wirklich fast jeder, da müssen irgendwelche Daten analysiert werden. Ja? Die sind manchmal ganz klein, manchmal sind sie groß, da muss eigener Code geschrieben werden und so weiter und so fort. Ja, wenn man aber in die einzelnen Lehrpläne reinguckt, und da kommen wir gleich zu der Frage, da findest du nichts. Manchmal sind das, also manchmal kenne ich das in der Physik, demotivierte Postdocs, hier C++, ja, gibt es +i und dann hier Vorschleife, guck mal. Also, jeden Tag, auch wenn es nur als Client ist, bezeichne ich den als C++-Entwickler. Und da geht es schon los. Ja? Da geht es los, finde, das ist eine sehr persönliche Meinung von mir jetzt. Und dann kann man das Ganze aufdröseln. Ja? Und ich habe hier schon gemerkt, habe ich schon vor uns gesagt, ich denke, ein fortgeschrittener Entwickler, der kann Funktoren, bin ich total auf die Nase gefallen. Total. Ja, weil